Ja, sind wieder bei Super Mario Galaxy 2. Beim letzten Mal haben wir, ich meine, im Buhaus so ein bisschen was gemacht und dann noch die dritte Welt abgeschlossen und wollen jetzt nun in der Raumwirbelgalaxie uns unseren Bonusstern holen. Das heißt aber, hier gibt es auch keine Kometenmünze wiederum. So, da soll ich hin. Okay, dann muss ich jetzt erstmal hier wieder den Hausmeister finden. Das heißt, ich muss mich jetzt noch ein bisschen genauer umschauen, ob ich hier irgendwo noch was sehe. Hier ist auch nichts. Vielleicht hier hinten irgendwo. Schauen wir einfach mal, ob ich irgendwas finde. So, wie kam ich denn jetzt hier nochmal? Da kam ich vorbei. Ups. Und whoops. Dann konnte ich da runter springen. Und da runter. Und da drauf. Ne, schade. Wow. Ich dachte, ich würde da noch hochkommen, aber es hat nicht mehr so ganz funktioniert, wie ich es geplant hatte. Komme ich da mit so einem... Ja, da kommen wir mit so einem Sprung rüber. Ich denke mal, hier wird er wahrscheinlich nicht sein. Geh mal eher hier vielleicht? Weiß ich nicht. Gucken wir uns mal so ein bisschen um. Wo der denn sein könnte. Aber hier sehe ich jetzt auch spontan nichts. Na gut, dann locken wir dich mal hier rüber. Wir wissen ja, wie es geht. So, und hier rüber. Danke. Jetzt ist halt die Frage, wo ist der denn? Hier hinten erst? In dem Bereich hier vielleicht? Wow! Ich habe nicht gemerkt, dass ich zu nah an der Kante gelaufen bin. Ups! Hier sehe ich auch nichts. Da ist auch nur ein Leben. Da hinten! Ich sehe dich! So, was willst du? Du bist auf der Suche nach einem Stern, ja? Ich habe von einem so einen Müll gefunden. Augenblick, du glaubst, ich gehe mit der Versuch? Träum weiter, alles hat seinen Preis. Okay, was soll ich dir bringen? Weißt du was? Ich bin ganz ein roten Schnuckel. Okay. What? Ach, so ein kleiner... Ich habe die kleinen Dinger gerade echt nicht gesehen, wie die mich weggeschubst haben, ne? Aber gut, das sollte eigentlich, glaube ich, gar nicht so schwer sein. Ich kann ja erstmal die Kleinen erstmal alle hier weghauen. Und dich dann erstmal dahin werfen. So, weg damit. Ah, okay, die spawnen die ganze Zeit neu. Kann man damit auch nicht wirklich viel machen. Autsch! Da war ich ein bisschen zu nah dran. Die Frage ist, wo hole ich den am besten entlang? Ist irgendwie hier so rum. Kann ich die erstmal kurz nochmal weghauen? Wow! Dumme Sprechblase. Will mich hier noch töten. So, darf ich mit dir jetzt nicht mal reden? Danke. So, wo gehen wir da am besten entlang, ist die Frage. Ich hätte dahin gesagt, wo ich auch den Weg frei gemacht habe. So. Autsch. Autsch. So. Komm mal schnell her, bevor du stirbst. Perfekt. Komm mit. Mein lieber roter Schnuckel. Das habe ich hoffentlich nicht zu weit weggestoßen. Nein! Er hat mich in den Abgrund gestürzt, weil ich mir nicht entscheiden konnte, ob ich hoch oder links gehen möchte. Ah, da bin ich einfach stehen geblieben, ich Idiot. Aber zumindest dich ist Spawn nicht neu, wenn ich das richtig gesehen habe. So. Du kommst trotzdem mal her. Was? Das sah interessant aus.
So, ich rede lieber mit der, dass ich dann direkt das Ding dahin schieben kann. Au. So. Ja, komm. Das ist auch hier ein schöner Bonus. Das ist zwar keine Komet, aber ein schöner Bonusstern, dass man dem einen hier ein Monster bringen muss. Das war schlecht. Einfach nur schlecht. So, komm mal direkt mit. Muss nicht den Weg doppelt laufen. No, 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 no. Mitkommen. Komm ein bisschen direkt mit. Kommt er? Oh, die habe ich auch wieder nicht gesehen. Geht mal bitte allem aus dem Weg. Ich lebe noch. Irgendwie. Kommst du? Okay. Na dann, komm her. Oh, ich kann die Dinger kaputt machen? Okay, das war interessant. Ich habe hier so ein Teil gebracht. Oh, ist das nicht hinreißend so süß. Vielen Dank. Abgemacht. Powerstein ist jetzt deiner. Am besten werde ich jetzt noch von den Gegnern in den Abgrund gestürzt und ich muss alles nochmal machen. Ja, okay. Das war auch eine interessante Mission, auf jeden Fall, ja. Und dann hätten wir die Galaxie wahrscheinlich auch komplett, hätte ich jetzt gesagt. Oh, sind wir schon wieder hier. Der andere Hausmeister? Was? Dornenbegoman im Verfolgungswahn? Aber Galaxie ist komplett, ja. So, sag bloß, du hast dieses Mal einen schrottigen Hausmeister mitgebracht. Er trinkt mit dem anderen ins Tee. Hoffentlich entspannt er sich, anstatt alle herumzukommandieren. Wie nett, einen schrottigen Hausmeister. Na, kriegen wir jetzt ein Leben? Ich kann es auch nicht weiter schlagen, ne? Puh, den nehme ich mit. Wer das Sternteil nicht ehrt, der ist dem Powerstern nicht wert. Das Sprichwort kennt doch jeder. Okay. Dann einmal rüber. Und zurück zu dem Boos. Ja, zur Buhmond-Galaxie. Weil da habe ich ja vorher noch so ein riesiges Haus im Hintergrund gesehen. Da können wir doch sicher jetzt auch gleich rein. Lass dich treiben, Geist Mario. Ach, den gibt's auch wieder. Ja, genau, dieses Haus, was ich meinte. Okay. Diesmal nicht durch den ganzen See, sondern ins Geisterhaus da hinten. So, hier hinten noch irgendwas. Muss halt immer so ein bisschen an den Wänden langlaufen. Vielleicht geht ja irgendwann zufällig mal was auf. Hier irgendwo. Oder hier. Hier irgendwas. Schöne Statue. Jetzt sind die Wände aber auch ganz anders als vorher, ne? Da ist noch was. Ich muss nur noch den Weg finden. Ich habe nämlich mittlerweile... Ah, da ist sogar eine Bowser-Statue. Vielleicht ist er eben auf dem richtigen Weg. Ich habe aber keine Ahnung, wo ich bin. So viel zu richtiger Weg. Bin ich hier vielleicht irgendwo durch? Ne, da oben ist der Anfang, aber... Mit den beiden Fackeln. Ich werde so ein kleines bisschen gejagt vielleicht. Da waren wir auch schon beim letzten Mal. Ha. Huh. Irgendwo? Wo muss ich lang? Da waren wir eben auch schon. War ich hier schon? Kam ich von hier? Ja, hier ist noch ein Leben. Gut, dass ich schon mal die Leben gefunden habe, aber noch nicht den richtigen Weg. Das heißt, der war auch falsch, der Weg.
Hier nochmal der kleine Baby Bowser. Bowser Junior Starter vorbei. Hier vielleicht lang, aber war das nicht. Das war nur für das Extra. Au, Moment. Muss ich vielleicht was mit den Statuen machen? Nee. Ist auch nichts weiter. Ich nehme nur meine Schritte hier überall. Ja, erstmal hier rausfinden, ne? Kann ich da nicht durch? Nein. Vielleicht bei einem One-Up-Bild. Hier war die Bowser-Statue. Kann ich auch nicht kaputt machen. Wo war denn das One-Up-Bild nochmal? So, hier irgendwo. Da. Nee. Kann man auch nichts mitmachen. Hä? Ich bin ein bisschen verwirrt. Wo ich hin soll. Moment, da ist ein Weg. Da ist eine Tür. Und da ist eine Röhre. Das war schon mal echt ein Akt, den Weg überhaupt zu finden. So, dann. Okay, und so kann ich fliegen und so kann ich unsichtbar werden für einen Moment. Mal schön unsichtbar werden. Ja, ist ja gut, ich weiß, dass ich da unsichtbar werden kann. Das Level ist wieder interessant. Je nachdem, was hier noch alles kommt. Autsch. Ich dachte, ich würde da durchkommen. Moment, holen wir uns mal kurz die eine Münze da oben. Aber gut, dass Mario unendlich lang fliegen kann anscheinend als Geist. Dann hier rüber. Nochmal den oberen Weg. Boing. Jetzt den unteren Weg. Jetzt wieder den oben. Was war da unten? Achso, nur ein Pilz. Ist jetzt aber auch nicht schwer, der Teil hier, muss ich sagen. Einfach ganz gemütlich hier vorbeifliegen. Mich interessiert, was da unten ist. Ach komm. Was haben wir hier hinten? Ein Leben. Ich hätte auch einfach so mich dagegen stellen können gegen den Wind. So stark ist er nicht. Kann ich unsichtbar? Ja, ich kann unsichtbar durch. So. Was ist da unten? Ah, noch ein Geisterpilz. Okay. Das Level ist interessant. Ich habe es nicht geschafft, mich rechtzeitig zu schütteln. Moment, warten wir ein Momentchen. Okay, hier hoch. Hier hoch. Nein, ich war wieder zu lahm. Ich denke mal, ich komme so gerade noch durch, aber tue ich nicht. So, schnell hoch. Okay, schnell hoch. Einfach unsichtbar werden und... Nein, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mario. Es war knapp. Aber damit hätten wir auch diesen Stern. Und direkt der Geisterpilz auch unten in den Maschinenraum rein. Okay. Wir haben sogar fast genug für den Luma. Ja, das ist auch der Geisterpilz. Nun gut, was haben wir denn da? Das sieht mir fast aus wie ein geistweißer Pilz mit Eckzähnen. Wenn ich wüsste, aus welchem Grund wir diesen ganzen sonderbaren Krempel unter Deck aufbewahren. Haben wir jetzt alle? Ja, alle Ställe sind voll. Ah. Okay, damit hätten wir da alles mal aufgefüllt. Gut.
Und wir sind auch, glaube ich, mit der Geistergalaxie jetzt erstmal fertig. Das heißt, beim nächsten Mal geht's wieder in eine neue Galaxie. Oh, was hast du denn für ein Problem? Schau mal an, das ist jetzt genau 77. Du Glückspilz. Ja, sehr gut. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.